So, meine lieben Freunde der schlechten bis mittelmäßig guten Unterhaltung, willkommen zu Let's Play Minecraft Season 3, Nummer sonst wie viel. Ich glaube auch Nummer 3. Mit dabei sind der Olli und wie heißt du nochmal? Wenn ich das jetzt aufnehmen würde, das wäre der Obershit. Sorry, ja. Bug mir zu sehr, ich bin für heute auf. Ja. Toll. Also ohne Olli. Ja. Wo befindest du dich jetzt eigentlich? Ah, Baby-Zombie. Ne Mine. Auch hinten. Ah. Ja, doofe Monsterfalle, die noch nicht fertig ist. Hast du schon ein bisschen was gefunden oder ist noch nicht so richtig? Nur Eisen bis jetzt. Ja. Ich baue mal hier oben noch ein bisschen am Haus und dann komme ich auch mal mit runter. Ja. Ach ja, was ich so am Anfang jeder Folge sage, ne? Natürlich, Leute, ihr könnt hier auch bei diesem Projekt mitmachen, wie ihr möchtet, und auf den Server kommen, wann ihr möchtet. Klickt dazu einfach den Link in der Beschreibung an. Dort kommt ihr auf unsere Website und zu einem Anmeldeformular, dass ihr auf die Whitelist kommt und Baurechte bekommt, ja. Ne? Dann meldet euch dort an und dann könnt ihr auch mal mit uns spielen. Genau. So, und ich gehe jetzt einfach mal in die Mine und lauf dort mal lang. Wir haben Zeit gemessen. 10,5 Minuten braucht man, um einmal ans Ende dieser Mine zu kommen. Was ja nur eine halbe Folge verbraucht. Ist ja nicht so, als hätten wir die Zeit nicht. Hier war Kohle. So. Und Redstone. Das ist ja toll. So. Kann sich bloß noch um Stunden handeln, bis ich hier hinten bin. Ja. Wobei, kann ich mich zu dir teleportieren, gefahrlos, oder? Ja. Gut. Gut, dankeschön. Welche Richtung geht's hier? Die Richtung, ne? Andy. Gut. Richtig gerade. Was hat man hier? Ach, hier ist Dorf. Ah. Nehme ich mal hier noch die Kohle auseinander. Ich kann mich selbst nicht mal an meine eigenen Beschriftungen erinnern. Das ist ja. Schlimm ist das. Und schon wieder Kohle. Aber nur eine. Ja. Dann machst du wieder ein Let's Play.
Wann? Ja. Ich mach grad eins, falls dich interessiert. Ach so. Was auch überhaupt nicht an der Begrüßung eines Let's Plays zu erkennen war, aber egal. Wie gesagt, du kannst auch gerne, wenn du Lust hast, zu Let's Playen auf dem Server hier Let's Playen, ist kein Problem. Dafür ist er da. Ja. So, mal wieder ein bisschen Redstone. Wie viel haben wir jetzt schon? Ist schon wieder ordentlich was. Ich glaube, ich muss dann oben mal wieder ein paar Kisten bauen, weil wir haben, glaube ich, ein bisschen wenig Platz im Moment. Was das angeht. Ja. Oh, Diamanten. Das war einfach. Ja. Noch mehr Diamanten. Ja, wir haben einfach mal an einem Abend 30 Diamanten gefunden. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Es ist mir ein Rätsel, aber es ist schön. So, und damit das hier nicht die langweiligste Folge der Welt wird, hast du irgendein Thema, worüber wir sprechen könnten, so wie es Manier ist in unseren Let's Plays? Gut, ich nehme an, das ist ein Nein. Ja. Warum schlägst du mich immer? So. Ich hab vergessen, mir einen Timer zu stellen. Das muss ich vielleicht mal noch machen. So, hier, so und Start. Gut. Oh, ich bin voll. Das ist die schnellste Transportmethode. So, und jetzt ist Kiste voll, ne? Also ist schlecht. Habe ich noch Holz? Ne, habe ich auch nicht. Toll. Aber hier ist ja genug Platz noch. So, Diamanten, die kann ich eigentlich gleich mit in die normale Kiste packen. So. Und dann gehe ich mal etwas Holz hacken. Es wird gerade Nacht. Ich gehe wieder in die Mine. Sonst wird das hier ein Schrecken ohne Ende. Und dabei ist hier bloß auf Easy gestellt.
Aber wie man vielleicht aus der vorherigen Folge entnehmen könnte, ist es so, dass wir ja in diesem Let's Play nicht so richtig Glück mit Creepern haben. Und dass ich sehr gern rumschreie, wenn es um Creeper geht. So, ich mach da mal Licht. Damit wir hier keine Monster haben. Das ist nämlich schlecht. Weil Monster mögen Männchen. Zum Fressen gern, sozusagen. Ja, ich weiß, ich bin wieder King of Flachwitze. Ist mir schon klar, aber gut. Ich grab mich einfach mal hier gleich in die Seite rein, nachdem ich hier das Redstone mitgenommen habe. Und baue mich mal nach oben. Damit wir hier vielleicht wieder einen Ausgang haben, wo wir dann wieder irgendwas Schönes hoffentlich oben finden, wenn wir nicht gerade unter dem See rauskommen. Das wäre nämlich äußerst unpraktisch. Aber hier ist eine schöne Höhle. Ist doch schön. Ich hab Dias. Oh, schön. Du kannst gerne auch mit hier in die Höhle kommen, Herr Peter Unlustig. Ja. Meine Spitzhacke ist kaputt. Nächste. Ich hätte zwar noch eine Diaspitzachs, aber ich benutze sie nicht. Ach, hier bist du. Schön. Selbe Höhle. Au. Schlechte Idee. Dann könnte ich eigentlich auch, wenn ich wüsste, wo ich rausgekommen bin, wo bin ich rausgekommen, auch hier, kann ich mir da dann hier so ein was Treppenartiges hinstellen. So. So, und weiter geht's. Ich höre Zombies. Da oben ist Gold. Aber da möchte ich gerade nicht ran, weil ich möchte einfach mal in Ruhe hier hochbauen. Gold ist eh nicht so zwingend das, was man braucht. Vielleicht später mal, um solche Rails zu machen, aber sonst... Ist eher Eisen und Diamanten und Steine haben wir ja genug nötig. So, wir müssen eigentlich gleich oben angelangt sein. Weil, das geht, zieht sich jetzt schon eine ganze Weile hier. Die Kohle nehme ich nachher mit. Wenn ich wieder runtergehe. Ich muss erstmal gucken, ob ich genügend Inventarplatz habe, um hier hochzukommen. Einmal komplett. Kohle mitnehmen. Was ist? Soll ich die Kohle mitnehmen? Ja, kannst du machen. Solange das dann so baust, dass man auch wieder hochkommt. Mit bisschen Cobblestone oder sowas. Ja. Dann kannst du das gerne tun. Ich habe hier oben auch wieder eine Höhle gefunden. Die kannst du dann
gerne auch noch ein bisschen mit erkunden. Ich baue erstmal hier noch weiter nach oben. Und da ist Sand. Und ich befürchte, bald, ja, da ist Wasser. Viel Wasser. Gut, das haben wir auch behoben bekommen durch das einfache Benutzen von zwei Schildern. Toll. Das hat ja jetzt viel gebracht. Habe ich einmal hier alles überflutet. Habe ich toll gemacht. Ja. Hier ist noch Redstone wieder. So, und so und so und so geht's hier weiter mit Buddeln. Ja, das Lava. Und ich kann sie auch nicht so einfach beseitigen. Wobei ich könnte mich drumherum bauen. Da ist doch Bärlava. Da baue ich mich mal noch weiter drumherum. Ah, da ist noch viel mehr Lava. Hier ist Redstone und... Ich denke mir... Bald kann ich hier wieder gefahrlos vorbei, hoffe ich zumindest, ohne dabei von netter Lava übergossen zu werden. Ja, weil Lava ist warm, kriegst du ganz warme Füße. Ja. Hat jeder zu Hause, probiert jeder auch mal aus in seinem Leben, ist ja klar. Ja. Ich habe zwar schon genug Kohle, aber... Komm, was soll's? Nee, bauen wir einfach ab. Kann man immer gebrauchen. Hast du auch recht. Öfen haben wir zumindest genug. Ja. Oh. Kann man sich irgendwie teleportieren? Da es Inventar an ist, dass du das behältst, wenn du stirbst, kannst du mit Slash Kill kommst du wieder ins Haus. Slash Kill? Ja. Oder hast du keine Rechte dafür? Du hast nicht die benötigten Berechtigung. Diesen Befehl ausführen. So. Also du hast noch keine Rechte sozusagen. Ja. Moment, dann. Müsste es das gewesen sein. Okay. Ich muss jetzt auch mal das Gleiche machen mit mir, weil mein Inventar voll ist.
Aber bevor wir wieder in die Mine gehen, beziehungsweise kann auch sein, dass ich erst danach wieder aufnehme, soll es das erstmal gewesen sein für diese Folge. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein wenig unterhaltsam. Ja, checkt die Links unten in der Videobeschreibung ab, gebt einen Daumen hoch oder runter, wenn es euch gefallen oder halt eben nicht gefallen hat. Schreibt einen Kommentar, gebt uns ein Abo, wenn ihr das für nötig haltet. Ja, und dann würde ich sagen, war's das und tschüss, bis zum nächsten Mal.